Moin zum Bergfest! Heute machen wir einen Pulled Pork mit einer super leckeren Beilage. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt einfach dran. Los geht's! Auf geht's! Machen wir uns erstmal unser Pulled Pork. Das ist gar nicht so aufregend, wie man am Anfang zu meinen scheint. Das ist im Prinzip eine ganz simple Geschichte und wir brauchen dazu auch nicht viele Zutaten. Die größte Zutat, die wir brauchen, ist tatsächlich etwas Geduld. Wir dürfen nicht nervös werden. Ansonsten, den Rest zeige ich einmal hier. Wichtigste Zutat ist natürlich unser Schweinenacken. Na, ihr braucht hier was, was ein bisschen schön durchzogen ist. Ihr könnt auch eine Schulter nehmen zum Beispiel. Na, und ihr braucht dazu ein bisschen Öl. Dann nehmen wir einfach ein Rapsöl. Ihr könnt ein Sonnenblumenöl nehmen. Das machen wir, damit am Ende auch unser Rub, unsere Gewürzmischung auf dem Fleisch hält. Auch hier könnt ihr völlig kreativ sein und das nehmen, was euch gefällt, was ihr gerne mögt. Gut, zuallererst nehmen wir unseren Nacken und parieren den. Das bedeutet, wir schneiden so diese großen Fettplacken weg, alles was uns da zu dick wird, und durchsuchen das Fleisch nach Knochenstücke, die der Metzger eventuell vergessen hat rauszunehmen. Hier sehe ich schon eins zum Beispiel. Na, und diese ganzen dicken Sehnen und so weiter, das kriegt auch die Zeit nicht kaputt. Das nehmen wir uns ein kleines bisschen weg. Seid hier nicht päpstlicher als der Papst selbst. Wichtig ist, dass die Knochenstücke raus sind. Und wenn das eine oder andere Fettauge ein bisschen stehen bleibt, dann ist das eben so. Jetzt nehmen wir uns unser Öl. Wie gesagt, natives Sonnenblumenöl zum Beispiel oder ich habe ein Rapsöl. Das hat den Effekt, dass uns nachher der Rub auf unserem Fleisch hält. Kommt unser Rub. Richtig schön großzügig, brauchen wir nicht allzu sparsam sein mit. Von allen Seiten. Ein kleines bisschen einmassieren, dass wir auch wirklich in jeder Ritze ein bisschen Würze haben. Damit das im Laufe der Zeit so richtig schön durchziehen kann. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Ich mache mir gleich die anderen noch fertig und dann können wir gemeinsam den Grill vorbereiten. Es gibt ja einige Varianten, die spritzen das Fleisch noch mit einer Marinierspritze, die mocken das Ganze mit Apfelsaft und dergleichen. Haben wir auch gemacht. Ehrlich gesagt, lasst es weg. Das ist unverhältnismäßig viel Aufwand, das schmeckt man am Ende so gut wie gar nicht. Wir haben ja AB-Probe gemacht und tatsächlich, das hat genug Zeit auf dem Grill, dass die Würze durchziehen kann, da brauchen wir nicht noch in einen Schweinenacken, der sowieso sehr fett durchzogen ist und Geschmack mitbringt, dann noch irgendeinen Mob. Könnt ihr machen, viel Spaß dabei, aber mein Tipp, lasst den weg. Wonach wir unser Fleisch nun vorbereitet haben, kommen wir zu Schritt 2, dem Grill. Diesen habe ich schon mal gestartet draußen und den lassen wir jetzt nach und nach auf 120 Grad einregeln. Auch hier, macht da bitte keine Wissenschaft draus. 120 Grad plus minus, ich sag mal im Höchstfall bis 20 Grad plus minus. Ich mache den jetzt an, mache mein Thermometer da rein und stelle mir den Alarm auf 100 Grad. Das Minimum. Viel kälter sollte er nicht werden. Wenn, ist es nicht schlimm, es dauert einfach nur ewig. Auch bei 100 Grad zieht das Fleisch langsam auf seine Kerntemperatur von 92 Grad. Auch die 20 Grad nach oben, also 140 Grad. Kurzfristig, nicht zu lange, sonst ist euch der in relativ kurzer Zeit fertig und der ist einfach noch zu fest, lässt sich nicht pullen. Es war es halt trotzdem, ihr habt dann halt am Ende einen Schweinebraten draus gemacht, aber eben kein Pulled Pork. Ja, also keine Wissenschaft draus, das Ding muss nicht bei 117,5 Grad festgenagelt werden. 120 Grad plus minus 10, kurzfristig auch mal plus minus 20 Grad. Neben einem guten Rub braucht ihr natürlich Raucharoma. Da wir am Keramikgrill sind, können wir Räucherchunks verwenden. Wir haben hier unsere Räucherklötze, natürlich unsere eigenen von Bergfest Barbecue. Die werden so wie sie sind, 5 Stück auf die Glut gelegt und unter die Deflektorsteine und Glimpf unter Luftabschluss langsam vor sich hin, geben eine Stunde lang Rauch ab und damit werden unsere Fleischstücken geräuchert. Das funktioniert nur, wichtig zu wissen, nur am Anfang, nur wenn das Fleisch kalt ist. Gut, und im Step 3 heißt es warten.
und die Zutat Geduld mitbringen. Das kann unterschiedlich lange dauern. Ich sag mal in der Regel 12 Stunden. Auch da plus minus. Ich habe schon eine Rennsau gehabt, die war nach 8 Stunden durch. Ich habe aber auch schon 20 Stunden gewartet. Das ist völlig unterschiedlich und kein so richtiges Muster zu erkennen, warum das manchmal schneller geht und warum das länger dauert, bei gleichbleibender Temperatur vorausgesetzt. Wichtig zu wissen, wir haben zwei Plateauphasen in der Mitte, unter anderem eine lange bei ungefähr 72 Grad. Da geht er relativ zügig hin und braucht von da aus gefühlt Stunden, bis er da mal irgendwie an Temperatur zunimmt. Also er, ich habe es auch schon gehabt, der nimmt einen Grad wieder ab in dieser Zeit. Warum das so ist, frag mich nicht, da gibt es die wildesten Theorien zu. Ich glaube tatsächlich an die, dass sich das Fett löst und dabei Flüssigkeit freisetzt und dann ähnlich wie wir irgendwie schwitzen, dass dann die Temperatur in dem Fleisch wieder runtergekühlt wird. Aber so richtig wissen tut es eben keiner. Wenn ihr wieder erwartend Zeitdruck habt und ihr in dieser Plateauphase steckt und in 2 Stunden oder in 3 Stunden kommen eure Gäste und ihr wollt essen, dann könnt ihr ein kleines bisschen schummeln und euch eine Krücke bauen. Das heißt, ihr nehmt das Fleisch runter, wickelt es in Backpapier ein, darüber eine Schicht Alufolie, einen kleinen Schluck Flüssigkeit mit rein, meinetwegen Apfelsaft, und legt es nochmal wieder auf den Grill. Dann dämpft es in dem Sinne mehr. Ist ein bisschen schade um die Kruste, aber er kommt schneller über seine Plateauphase rüber und schafft es noch, bevor eure Gäste verhungern müssen. Kleiner Trick kann man so machen, wenn es gar nicht anders geht, ganz zur Not. Ansonsten heißt es Geduld mitbringen und warten, bis die Kerntemperatur von 92 Grad erreicht ist. Ich hau mich jetzt eine Runde aufs Ohr und hoffe, dass mein Funkthermometer mich nicht allzu oft weckt heute Nacht. Gut 15 Stunden später, nach einer ruhigen Nacht, das hat mich nicht einmal rausgeklingelt, haben wir eine Kerntemperatur von 95 Grad erreicht. Wir haben 130 Grad Garraumtemperatur, dann wird es Zeit mal reinzuschauen. Wir haben jetzt noch ein paar Stündchen Zeit, bis die Gäste kommen. Also müssen wir das irgendwo zwischenlagern. Das heißt, wir packen es ein. Wir packen es ein in Backpapier, machen ein bisschen Alufolie drunter rum und packen es an einen warmen Ort, zum Beispiel in den Backofen, der auf 50 Grad vorgeheizt ist. Oder, was ich ganz gerne mache, schnapp mir eine Kühltruhe. Ich habe jetzt hier eine von Severin. Hier ist der große Vorteil, die hat auch eine warme Stufe, also damit können wir auch Hitze erzeugen. Ideal quasi zum Zwischenlagern für fertiges Fleisch, Pulled Pork und dergleichen. Wenn die keine Heizfunktion hat, ist es kein Problem. Dann nehmt euch PET-Flaschen, macht euch da heißes Wasser rein, packt die in die Kühltruhe, Fleisch drauf und dann kann das Fleisch ohne weiteres noch ein paar Stündchen da drin verweilen. Zeit mal einmal reinzuschauen. Au, Backe, sieht das geil aus. Nimm mal hier so einen Fühler raus. Vergiss nicht die Handschuhe dabei. Das ist so ein Standardfehler, da verbrennt man sich relativ zügig die Pfoten. Dann wollen wir uns unsere klauen und dann gucken wir mal, dass wir den hier einigermaßen unfallfrei rauskriegen. Ganz unfallfrei konnten wir es dann doch nicht rauskriegen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mal ein Stückchen zu probieren. Hier sieht man sehr schön, der Rauchring, ja, also hat wunderbar geräuchert. Die Gewürze sind richtig gut durchgezogen. Es lässt sich total leicht auseinanderziehen. Genau das, was es sein sollte. Testen wir das Ganze mal. Richtig, richtig gut. Perfekt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann helft dem YouTube-Algorithmus doch mal ein bisschen auf die Sprünge und drückt mal auf den Like-Button. Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, falls noch nicht passiert. Das Rezept findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und natürlich bei uns im Blog auf bergfest.de.